Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Präsidentin, ich bitte zumindest zu prüfen, was den Redebeitrag vom Kollegen Stamp anbetrifft. Wir hatten uns ausdrücklich darauf geeinigt, und Sie hatten darauf hingewiesen, dass von Mitgliedern des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses keine Vorabbewertung von Beweisstücken in der heutigen Rede stattfinden sollten. Meines Erachtens ist das überschritten worden. Und ich möchte da auch einen wichtigen Punkt ansprechen. Wir sind heute in einer Debatte, in einer Aktuellen Stunde, wo es wieder massiv durcheinander geht. Was ist der aktuelle Anlass? Was ist die Frage von Punkten, die wir seit Monaten diskutiert haben? Die Aktuelle Stunde ist jetzt zugelassen worden. Das nehmen wir zur Kenntnis. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir über einen Vorgang reden, wo 12 Menschen zu Tode gekommen sind, über den schlimmsten islamistischen Anschlag, den es in Deutschland bisher gegeben hat, und wo 50 weitere verletzt worden sind. Und deswegen können Sie das nicht aushalten. Und deswegen appelliere ich an alle, die heute an der Debatte beteiligt sind, dass wir mit großer Sorgfalt mit diesem Thema umgehen, dass wir ein Vorbild für die Öffentlichkeit darstellen und dass wir uns an die Regeln der Gesetze, die wir uns selbst gegeben haben, hier in diesem Hohen Haus auch dran halten. Ich möchte darauf hinweisen, dass zumindest ich, und das geht etlichen anderen ganz genauso, dass dort der Eindruck entstanden ist, dass es nicht um die Sachaufklärung geht, sondern um das, was Herr Kollege Römer eben gesagt hat, um Wahlkampfgezerre und eben nicht um Aufklärungsarbeit, um billige Geländegewinne und nicht darum, die Arbeit hier konsequent und aufklärerisch zu Ende führen. Das finde ich nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der erste Hinweis fand ja schon am Tag nach der Begehung der Tat statt. Und wenn man dann einen Blick nach Berlin richtet, musste man ja hören, dass der Obmann des Innenausschusses der CDU, Herr Armin Schuster, in die laufenden Kameras gesagt hat, Schuld an dem Attentat sei die Ausländerpolitik des Koalitionspartners der SPD und des Bundesrates. Was das mit Aufklärungsarbeit und sachgerechter Politik zu tun hat, müssen Sie uns mal erklären. Und wenn wir dann jeden Sonntag in der Bild-Zeitung lesen müssen, dass neue Leaks durchgestochen werden, hat das auch nichts mit sachgerechter Arbeit zu tun. Und wenn wir dann nach den Ausschusssitzungen die Öffentlichkeitsarbeit der Opposition sehen müssen, wo wieder nicht zulässige, und da hat Kollege Römer zu Recht darauf hingewiesen, nicht zulässige Vorabbeweisbewertungen stattfinden, dann sind das fortlaufende Verstöße gegen unser PUA-Gesetz. Und deswegen machen Sie deutlich, Sie sind nicht an Aufklärung interessiert, sondern Sie verstoßen ständig gegen die Spielregeln, die wir uns hier gegeben haben. Und Herr Kollege Stamp, Sie haben es ja eben in aller Offenheit gesagt, worum es Ihnen geht. Ihnen geht es darum, den Skalp von Innenminister Jäger abzuholen. Und ich füge noch hinzu, Ihnen geht es auch darum, das hat die CDU sehr deutlich gemacht, von der Verantwortung anderer Verantwortungsträger, nämlich in Berlin, und ich meine das Land Berlin, den ehemaligen Innensenator und Justizsenator, den Bundesinnenminister und möglicherweise auch den Generalbundesanwalt, davon abzulenken. Das ist Ihr Auftrag, und so agieren Sie hier auch. Was ich mich schon auch frage, Herr Kollege Stamm, warum klagen Sie jetzt gegen den Untersuchungsausschussbericht? Es geht darum, dass der Untersuchungsausschuss einen Zwischenbericht vorlegt, und allen war doch klar bei Beantragung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, dass wir sehr schnell arbeiten müssen, sehr schnell Ergebnisse vorlegen müssen. Und heute ist die letzte Plenarrunde, und dass man dann der Öffentlichkeit einen Zwischenbericht vorlegt, ist doch das Mindeste, was das Parlament an Transparenz über die Arbeit herstellen muss, Herr Kollege. Aber ein anderer Vorgang macht mich auch ein bisschen stutzig, Herr Kollege Stamm, was das Aufklärungsinteresse der Freien Demokraten anbetrifft. Warum sind Sie eigentlich so still, wenn die Causa Wendt im Innenausschuss aufgerufen wird? Die Kolleginnen und meine Kollegen im Innenausschuss, die hatten ja schon Sorge, dass Herr Lürbke eine Stimmbandverletzung hatte, weil er überhaupt nicht mehr nachgefragt hatte. Der sonst so forsch fragt, hatte keine Fragen mehr. Kann das damit zu tun haben, dass die FDP da möglicherweise Sachen erklären muss, die sie nicht erklären möchte? Das macht den Eindruck von Wahlkampf und nicht von Aufklärungsinteresse, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Und jetzt ein Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist. Sie haben mich ja zweimal angesprochen.
wie skurril und wie hoffnungslos Sie sich an einzelnen Strohhalmen kletten wollen, sieht man daran, dass Sie den formalen Bezug, und ich werde auch gleich sehr genau sagen, was ich dazu gesagt habe, den formalen Bezug des Gutachters zur Universität Bielefeld nutzen, um wieder von Hauptkriegsplätzen abzulenken und Nebenkriegsschauplatz aufzumachen. Und deshalb, Herr Kollege Stamp, wäre es sinnvoll gewesen, das war meine Hoffnung, diesen Anlass nicht zu bieten. Und nichts anderes habe ich gesagt. Und ich habe übrigens gestern mit dem Professor Kretschmer auch telefoniert. Ich habe ihm auch gesagt, worum es mir da ging. Ich bin klar in dieser Sache und ich sage Ihnen sehr deutlich, Ihre skurrilen Anwürfe und Ihre Reaktion auf das, was ich da gesagt habe, machen ja deutlich, dass meine Hoffnung, dass man unaufgeregt und aufklärerisch an die Sache drangehen würde, wenn dieser Anlass nicht gewesen wäre, völlig sinnlos gewesen ist, weil Sie sich überhaupt nicht auf die Hauptsache kaprizieren wollen, sondern von Hauptpunkten ablenken wollen und eben auf Nebenkriegsschauplätze abweichen. Das haben Sie heute und in der letzten Woche sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich komme dazu, was wir eigentlich tun müssen. Wir haben mehrere Punkte, und das macht der Ausschussbericht sehr deutlich, die noch zu besprechen sind. Zum Beispiel die Frage, ob der ausreisepflichtige Amri hätte abgeschoben werden können. Da sagt der Bundesinnenminister, ja, das hätte man machen können. Und der Innenminister des Landes sagt, das kann man nicht machen, weil man nämlich Passpapiere braucht und Passersatzpapiere, um ihn abschieben zu können. Das müssen wir aufklären. Dafür gibt es eine Beweiserhebung. Das wird die nächste Zeit dann zeigen. Man muss im Übrigen auch mal aufklären, die Frage, warum die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden haben ja auf die Gefährlichkeit von Amri hingewiesen, dass er ein Selbstmordattentäter ist, und warum dann im Herbst letzten Jahres die Berliner Behörden beispielsweise die Überwachung von Amri eingestellt haben. Auch das würde mich zumindest sehr interessieren, und auch dazu muss der Untersuchungsausschussbericht am Ende seiner Arbeit Auskunft geben. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt noch einiges zu tun in diesem Untersuchungsausschuss. Und da komme ich noch mal auf einen Punkt zurück, der Herr Kollege Laschet eben gesagt hat, völlig skurril. Also Sie machen sich ja geradezu lächerlich. Wenn Sie in Berlin einen Untersuchungsausschuss fordern wollten, die CDU hat die alleinige Mehrheit, um diesen Untersuchungsausschuss in Berlin durchzusetzen, warum machen Sie es denn nicht? Haben Sie Rücksichtnahmen auf andere zu nehmen an der Stelle? Nach all dem wird für mich zumindest klar, Sie machen Spiegelfechterei, Sie sind nicht an der Aufklärung interessiert. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sehr deutlich gemacht, und auch die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, sie wollen ihre Arbeit machen. Die Ministerpräsidentin wird auch diese Woche Rede und Antwort stellen. Und wenn Herr Stamp nicht Wahlkampftermine letzte Woche gehabt hätte, hätte sie auch letzte Woche Rede und Antwort gestanden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus